Hallo, meine lieben Skatfreundinnen und Skatfreunde, ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich weiß gar nicht, ob der Ton aufgenommen wird, aber ich vermute mal ja. Ich muss mal gerade schauen. Mikrofon ist angesteckt. Ja, sieht ganz gut aus. Wie sieht's mit dem aus? So, jetzt muss ich natürlich hier die Lautstärke. So, nee, wartet mal, ich muss den Ton auf die Kopfhörer stellen. Sorry dafür. Ja, die Zeit hat nicht ausgereicht, um die Technik hier einzustellen. Ich hoffe. Okay, hier wird noch in dem Fall glücklicherweise auf einen gesucht. Tja, hat das jetzt funktioniert mit den Kopfhörern? Nee, hat nicht funktioniert. Warum nicht? Nicht verbunden. Ich muss die Kopfhörer vielleicht noch mal einstellen und aus. So, jetzt, vielleicht jetzt. Jetzt hat's funktioniert. Kopfhörer sind eingestellt. So. Jetzt können wir loslegen. Sorry für die technischen Probleme. Ich hoffe, man hört mich. Passe. Stell mal noch auf Vollbild. 18. So, sehen tut man mich nicht. Passe. Ich muss noch mal rübergehen und mir mal anhören, ob der Ton da auch ist. Naja, Tafel. egal. Na, zur Not muss ich das ganze Ding nachvertonen, falls es erfolgreich ist. So, vier Trümpfe gegen. Zwei, naja, steht halt alles 2-2, ne? Aber wir sind mit 31 rausgekommen. Junger Ass im Skat, wow. Das ist eine schöne Findung. 18, passe. Passe. Herz. 11, 32, 42, 45, 49, und gewonnen. Na, die ersten 40 Punkte. 18? Ja. 20? Ja. 22? Passe, passe. Wow, super Findung. Zwei Trümpfe. Peak.
Sehr starke Karte. Ja, fast die gleiche Karte hatte ich gerade in der 18er Rangliste als Kreuz ohne Zweien. Auch Herz Ass zu dritt mit König 9. Da stand Herz 10. Ui, der ist Herz frei. Ich habe erstmal gut reagiert. Na, ich werde die Trümpfe natürlich von... Ich weiß gar nicht, macht das Sinn? Irgendwie sieh die Trümpfe von unten. Trümpfe standen 2-2. So habe ich die Herz 10 noch gekriegt. 18, passe. So, ich muss mal ganz kurz nochmal gucken, ob da der Ton auch aufgenommen wird. Ja, der Ton scheint da zu sein. Ja, sieht alles ganz gut aus. Warte mal, Bildschirmaufnahme nochmal einmal gucken. Was haben wir da? Ja, es gibt ja nur einen Bildschirm. Das muss passen. Vorhand. Ich hatte zwar einen zweiten Bildschirm angeschlossen, aber der ist nicht angegangen. Ja, muss ich gleich nochmal gucken, woran es gelegen hat. Nee, oh, den wollte ich gar nicht ausspielen, Herz. Ich wollte Pik König spielen. Naja, egal, Schneider. Wäre bei Pik König das gleiche gewesen, wäre auch Schneider gewesen. Schönes erstes Spiel, krank mit vielen Schneider. Krank mit vielen habe ich schon relativ lang nicht mehr gespielt. Fällt mir gerade auf. Gestern am Vereinsabend hatte ich einmal ein Herz mit 5. Einmal, glaube ich, auch noch ein anderes Farbspiel mit 4. So, aber die Aufnahme läuft doch auch, oder? Ja, Aufnahme läuft. Also, gut. Weil beim Laptop mit einem Monitor ist das Ganze nicht so einfach. Passe. Passe. Eingepasst, das Ganze ist schon das zweite Eingepasste, oder? Nee. 18? Ja, jetzt 18 kann ich schon gar nicht sagen. Ja. Passe. Passe. Grand. Ach, ich nehme gerade gar nicht über das Mikrofon auf, sondern über das interne Mikrofon. Da muss ich jetzt noch mal kurz was ändern. Passe. 18. Aber Standard? Ja. Funktioniert das jetzt? Nee. Scheiße. Nicht gut. Da war es vorher besser. Nein, ja. Muss ich das Ganze so lassen? Passe. Es gibt... Ja, technische Probleme an allen Ecken und Enden. Grand.
Alles 2-2. Passe. 18, passe. Oh, bestmögliche Findung. Was habe ich gerade gesagt? Schon lang kein Gang mit Vieren mehr Grand. gehabt. Das ist natürlich fantastisch, diese Findung, die beiden alten. Ja, jetzt sieht er die ganze Sache schon ziemlich Schneider aus. 14, 18, Schneider. Passe. 18. Ja. Mittelhand ist die Karte einfach zu 20. schwach. Ja, passe. Null. Tja, da sehe ich kaum eine Chance. Blank ausspielen. Hoffen, dass Herz nachkommt, damit ich Kreuz abwerfen kann. Geht gar nichts. Da geht nichts. 7 und 8 im 18. Skat. Das ist natürlich für 0. Auch sehr gut. Passe. 20, ja. 22, ja. 23, ja. 24, ja. 27, ja. 30, ja. Passe. Pik. Ja, bei einer 30er Reizung sollte man vielleicht mit Herz rauskommen. Passe. 18, passe. Wow, sind das geile Findungen. Junger Ass, da kann Grand. man echt nicht meckern. Vier Augen gedrückt. 21, 25, 36, 50, 64. 75. Naja, dann wird's nichts mit Schneider. Wäre nur gewesen, wenn Karo 10 hier gewesen wäre. Passe. Passe. 18. Grand.
Passe. 18? Ja. 20? Passe. Na, die Karte ist einfach nicht stark genug. Naja, ich habe ja eigentlich das Laptop genommen, um die Soundqualität zu verbessern. Ich glaube, die ist jetzt nicht besser, weil ich ja über das interne Mikrofon vom Laptop arbeite. Peak. Tja. Shit happens. Na gut, ich mache noch zwei Trumpfstiche mit Trumpf Ass dabei. Oh. Trumpf 10 ist weg. Ja, hier hätte ich jetzt auch, das war Quatsch von mir, die Dame da reinzulegen. Da hätte ich auch den Buben reinlegen können. Ein Auge verschenkt. Tja, das eine Auge war nicht von Relevanz. Ja, gut. Passe. Der Kreuz 10 nicht stechen brauchen. Weil ich hätte sie ja sowieso im Nachgang stechen müssen, oder? Nee, nicht unbedingt. Mein Trumpfstich mehr gemacht. Ich weiß es nicht, ob wir das Spiel gewonnen hätten. Passe. 18. Wenn ich Kreuz 10 nicht steche. Ist schwer zu sagen. Er hat einen Stich noch gemacht mit 0 Punkte. Also ich glaube, ich habe nur diesen einen Punkt verschenkt. Karo. Passe, passe. 18? Kreuz. War es auch schwierig zum Weiterspielen. In Herz spiele ich mir selbst die 10 blank, Karo. Und Pik kann ich Amorti die 10 blank spielen. Nicht keine schöne Situation. Trumpf kann ich auch nicht spielen. Ich glaube, das kleinste Übel ist die Karo Dame. Und wahrscheinlich komme ich schon wieder aus Hinterhand. Naja, in Ass 10 eingespielt. Ja, Pik 10 gedrückt. Aber warum er da Herz Ass nicht gespielt hat? Komisch. Passe. Karo. Ja, ich glaube, einen Trumpfstich machen wir eh nicht mehr. Passe. 18. Passe.
Viele Luschen, aber auch vier volle. Karo. Einen sechsten Trumpf im Skat gefunden, kann helfen. Passe, passe. 18. Herz. 10. 14. 29. Was ist mit Pik König? Ist der gedrückt? Sieht so aus. Ach Gottchen, und dann hat er noch seinen Stich weggeworfen. 18. Ah ja. Passe. Passe. Herz. 18. Passe. 18. Also trotzdem ich einen Grang mit 4 Schneider gespielt habe, mit 5-0 nur 500 Punkte. Zwei Tote kriege ich auch noch ran. Ja, die anderen Spiele waren halt alle recht klein. Grand. Passe, 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 passe. Ja, das sieht wieder gut aus. Pik Jung im Skat wäre schön. Passe. Jetzt. 18? Nee, leider nicht. Aber Pik 10 war auch schon geil. Grand. So ist der Grang unverlierbar geworden. Und auch noch Schneider. Achtzehn? Ja. 20? Passe. Passe. Kreuz. 5 Trümpfe gegen. Aber. Oh.
Da scheint irgendwie Gefahr im Verzug zu sein. Oder er hat halt selber wenig Trümpfe, was natürlich auch gut sein kann. Aber er gewinnt. Ohne Fünfen mit Trumpf 10 gedrückt. Passe. Ja, diesmal nicht gut gefunden. Das ist ein absolutes Zitterspiel. Ja, es sitzt alles perfekt. Dann brauche ich nicht zittern. Ich kann Trumpf Ass 10 verstechen, krieg Herz 10 zu stechen, krieg Pik 10 nach Hause. Wahnsinn. Da war sehr viel Glück dabei. Oh, die Findung war jetzt wieder mal richtig schlecht. Ja, ich habe irgendwie das Bedürfnis, Grand zu spielen. 24, 34, 37, 48, 56 habe ich nur. Und 60? Nee. Der Grand, der ist nicht. Den kann man spielen. Da müssen die Jungs verteilt sein, ne? Karo. Aber dafür stehe ich zu gut, um den Grand zu verlieren. Vier Trümpfe gegen. Aber ich hätte den Grand wahrscheinlich gewonnen. Wegen der 28 in Herz, Herzstand 2-2. 18, passe. So, vier Asse. Ah, das machen wir ganz einfach. Grand. Jede Farbe muss einmal laufen. Ohne Schneiden irgendwie. Erstmal die. Ohne 3. Naja, Glück gehabt hier wieder, dass 21 im Skat lagen. Passe. 18? Ja. Na, die erfahrenen Zuseher von mir, die wissen, dass ich so eine Karte gerne auf 0 reize. Aber bei 942, Spiel 27, ist das dann doch kein 0 mehr. Mit quasi drei schlechten. Oder eigentlich sogar vier. Wenn man Kreuz Ass zu viert noch mit reinrechnet. Null. Ui. Ja, da hat der Bube mit Herz richtig schlecht gefunden. Passe. Passe. Ein Bube liegt noch, aber es ist trotzdem nur ein Pik. Pik. Mit großer Schneiderwahrscheinlichkeit. Ich glaube, ich fange mal sogar den ersten Trumpf mit Trumpflusche an hier. Außer einer ist Herz oder Karo frei, dann fangen wir vielleicht doch mit dem Pik-Buben an.
So, Amorti kommt mit Herz raus. Das ist schon mal sehr gut. Weil ich ja da den König noch habe. Oh, das ist schon mal heftig. Naja, alles easy. Easy peasy. Schneider, das Ganze. 1065. Noch ein paar Spiele zu Passe. spielen. Ja, 18. reichen für den Preis tut es natürlich noch nicht. Da muss noch was kommen. Ja, 20. zwanzig. Noch ein Ja, Spiel. 22. Passe. Oder zwei verlorene der Gegner. Bei diesem 12:30 Uhr Turnier braucht Karo. man in der Regel nicht ganz so viel, weil hier gibt es ja mehr Preise. Nicht jeder Vierte kriegt einen Preis, sondern jeder Dritte. Ich glaube, es Passe. hätte nicht gereicht mit dem Ass, was wir 18. noch hätten kriegen Ja. können. 20. Ja. 22. Passe. Karo. Hand. Hand hat allerhand, aber kein Pik. Uiuiuiui. Das scheinen relativ viele Trümpfe auf einer Hand zu sein. Ja, und wahrscheinlich liegen auch noch Trümpfe im Skat. Pik-Buber. Achtzehn, ja. 20, passe, passe. Hat er natürlich gut gemacht. Wenn er reinguckt, muss er Schneider spielen, aber das hätte er auch geschafft mit dem Buben am Skat, ne? Grand. Elf, 25, 36, 39. Ja, ein Spiel brauche ich noch. Sonst wird das hier nichts mit den Preisen. Das könnte ein Spiel 18. sein, wenn ich bei 18 rankomme. Ansonsten wird schwer. Ich würde wahrscheinlich den Karo Hand reizen, Ja. aber 20. der ist nicht gut. Ja. 22. Ja. 23. Ja. 24. Ja. 27. Ja. Passe. Gut, ich komme nicht ran. Dann ist egal, ob ich den Hand reize oder nicht. Ich komme bei beiden nicht ran. Passe. Grand. Zweimal schon Herz abgeworfen.
Tja, da hat er Was? zu hoch gepokert. 18? Ja. 20? Passe. Es könnte sein, dass ich schon in den Preisen drin bin mit 1100, muss aber nicht sein. Grand. Besser wäre es noch ein Spiel zu machen oder eins umzudrehen. Raus sind wir. Ein Auge habe ich verschenkt. Das lag drin. Oh, schwierige Karte. Fünf volle. Ich glaube, ich muss 18 sagen. Passe. 18. Passe. Ah, der fünfte Trumpf liegt drin, 14 gedrückt Karo. und Hinterhand. Ah, das sieht gut aus. Herz habe ich ja gedrückt. Den König. So, das muss reichen. 11,91. Passe. 18. Ich habe übrigens in zwei Wertungen einbezahlt. Ja. 20. Passe. So, ich werde die Technik gleich nochmal umbauen, alles mit Zeit und Okay. dann nochmal alles austesten. Und ich hoffe, heute Abend läuft die Chose dann. Ich werde wahrscheinlich nochmal ein Testvideo machen. Hä? Der sticht mein Stich? Ach nee, das war ein Überstich. Okay. Mal, ob das jetzt so schlau war. Ich glaube, er hat einen Umstich verschenkt dadurch, ne? Na, so war schlau. So. Also die 12,31, die reichen mit Sicherheit. 10:0 Spiele. Bin ich sehr zufrieden mit. So. Vollbild beenden. Dann müssen wir hier gleich nochmal die Einstellung verändern. Also, ich sage Tschüss, bis bald, euer Quantus.